In diesem Video werden wir Ihnen den WAGO-Fernwirkkonfigurator in einer Applikation mit dem Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104 vorstellen. Dazu werden wir eine typische Fernwirkunterstation, wie sie zum Beispiel als Einspeisemanagement für eine erneuerbare Energieanlage verwendet wird, nutzen. Als nächstes möchte ich Ihnen einmal kurz unseren Aufbau vorstellen. Wir verwenden hierfür einen WAGO-Fernwirkcontroller, den 750-880-025-002. Angeschlossen an diesen Controller ist eine 4-Kanal-digitale Eingangsklemme, die 750-402-025-000 sowie eine 4-Kanal-digitale Eingangsklemme, die 750-504-025-000 und die 3-Phasen-Leistungsmessklemme, die 750-494-025-001 mit der über konventionelle Stromwandler alle relevanten Leistungsdaten des Systems ermittelt werden können. Programmiert wird diese Applikation mit der CodeSys-Version 2.3.9.44. Für unser Vorhaben verbinden wir zunächst unseren Laptop mit der Standard-Ethernet-Schnittstelle des Controllers. Dabei ist zu beachten, dass man sich im gleichen Ethernet-Subnet befindet. Wie Sie dem Controller eine IP-Adresse zuweisen, können Sie im Handbuch nachlesen. Im Anschluss starten wir die CodeSys und legen ein neues Projekt an. Unter den Zielsystemeinstellungen wählen wir den entsprechenden Controller aus. Als nächstes definieren wir die Programmiersprache, in diesem Fall ST für strukturierten Text. Für eine reine Fernwirkapplikation ist zunächst keine weitere Programmierung in der CodeSys notwendig, da der Programmcode automatisch vom Fernwirkkonfigurator erzeugt wird. Dazu ist es jedoch notwendig, ein Semikolon im Programm PLC-PRG zu setzen. Im Anschluss wechseln wir über die Registerkarte Ressourcen in die Steuerungskonfiguration. Durch Rechtsklick auf CarBus Bearbeiten wählen wir nun die im Knoten verwendeten I/O-Module aus. Durch Hinzufügen öffnet sich ein weiteres Auswahlfenster, in dem jetzt die I/O-Module in der richtigen Reihenfolge angelegt werden. Um die einfache Konfiguration einer WAGO-Fernwirkanlage zu verdeutlichen, legen wir exemplarisch eine Einzelmeldung und einen Einzelbefehl an. Für die Einzelmeldung verwenden wir den ersten digitalen Eingang und benennen ihn mit DE-1. Analog dazu belegen wir für den Einzelbefehl den ersten digitalen Ausgang und benennen ihn DA-1. Im Anschluss bestätigen wir mit OK. Nun starten wir den IEC 60870-5 Konfigurator. Im linken Auswahlfeld kann man zwischen Client bzw. Server seriell 101 oder Ethernet 104 wählen. Im mittleren Feld befindet sich der Konfigurationsbaum. Im rechten Feld befindet sich unter den Eigenschaften die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten der entsprechenden Konfigurationsebene. Diese werden im Klartext im unteren Dialogfeld näher beschrieben. Da es sich um eine EEG-Box handelt, verwenden wir den 104er Server. Entgegen der Default-Einstellung entfernen wir den Haken für das automatische Generieren der Variablen, da in der Steuerungskonfiguration bereits Klartextvariablen definiert wurden. Weitere Anpassungen in der IEC 60870 Grundkonfiguration sind nicht notwendig. Nun wechseln wir auf die 104er Serverebene. Im linken Auswahlfeld lassen sich alle unterstützten Objekttypen auswählen. Im rechten Eigenschaftsfeld des Servers kann man die von der Gegenstelle vergebene ASDU-Adresse parametrieren.
Die ASDU-Adresse ist die eindeutige Kennung des Knotens. Des Weiteren können die Verbindungs- und Zeitparameter definiert werden. Bei den Default-Einstellungen erfolgt der Verbindungsaufbau von der Zentrale ausgehend. Und es ist maximal eine Client-Verbindung zulässig. Wie bereits erläutert, wollen wir je eine Einzelmeldung und einen Einzelbefehl anlegen. Für die Einzelmeldung nutzen wir den Objekttyp 01. Für den Einzelbefehl nutzen wir den Objekttyp 45. Im Eigenschaftsfeld der Einzelmeldung vergeben wir unter SPI den in der Steuerungskonfiguration angelegten Klartextnamen DE-1. Im Eigenschaftsfeld des Einzelbefehls vergeben wir unter SCS den in der Steuerungskonfiguration angelegten Klartextnamen DA-1. Da ein Einzelbefehl nach Norm aus einem Zustandsbit und einer Flankenabfrage besteht, muss der Klartextname auch unter neue IEC-Nachricht eingegeben werden. Im Anschluss bestätigen wir mit OK und die Fernwirkkonfiguration ist abgeschlossen. Der Programmcode wird nun automatisch generiert. Durch das Generieren des Programmcodes werden automatisch die für die IEC 60870-104 Kommunikation notwendigen Bibliotheken angezogen und in das Projekt eingebunden. Bevor wir das Projekt in den Controller laden, muss es zunächst übersetzt werden. Des Weiteren sind die Kommunikationsparameter auf die korrekten IP-Adresseinstellungen zu prüfen. Abschließend wird über Online-Einloggen das Programm in den Controller geladen und mit Start ausgeführt. Da im Weiteren die CodeSys nicht mehr benötigt wird, kann das Programm geschlossen oder minimiert werden. Für die Gegenstelle verwenden wir zur Simulation das Programm WinPP 104. Für den Kommunikationsaufbau muss zunächst unter Parametrieren Empfängersender 1 die folgenden Einstellungen getätigt werden. Die Funktion Umschalten auf Zentrale. Im Dropdown-Menü ist die eigene IP-Adresse auszuwählen und die IP-Adresse der Fernwirkunterstation einzutragen. Die Verbindungs- und Zeitparameter sind analog der Einstellung im WAGO-Fernwirk-Konfigurator zu setzen. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, kann über GoOnline die Verbindung aufgebaut werden. Der Aufbau der Verbindung erfolgt über die Initialisierung mit Objekt 70, so wie zuvor im WAGO-Fernwirk-Konfigurator parametriert. Für die Einzelmeldung wird jetzt über einen Taster der erste digitale Eingang der Fernwirkunterstation gesetzt. In WinPP wird der Zustandswechsel mit Objekttyp dargestellt. Die Simulation des Einzelbefehls erfolgt über folgende Einstellung. Unter Parametrieren Telegramme wird ein beliebiges Objekt ausgewählt. Im Pull-Down-Menü markieren wir zunächst Objekt 45 und ändern die Objektadresse von 0 auf 1. Abschließend setzen wir für die lange Ausführungszeit die Befehlskennung auf 2. Mit X-Senden wird nun der Befehl abgesetzt und das Relais geschaltet.
Für ein klassisches Einspeisemanagement sind selbstverständlich umfangreichere Einstellungen nötig, die wir an einem fertigen Beispiel demonstrieren. Als erstes öffnen wir den WAGO-Fernwirkekonfigurator. Unter den Server-Einstellungen ist die von der Leittechnik vorgegebene ASDU-Adresse bereits eingetragen. Exemplarisch betrachten wir einen Messwert vom Typ Real, Objekt 36 und den bereits bekannten Einzelbefehl Objekt 45. Im Gegensatz zu unserem vorherigen Beispiel werden hier die Fernwirkvariablen automatisch mit dem eingetragenen logischen Namen generiert. Zur Verarbeitung von ungültigen Messwerten ist auch unter IV, Invalid Value, eine Bezeichnung eingetragen. Im Objekttyp 45 werden ebenfalls automatisch Variablen mit ihrem logischen Namen generiert. In den IEC 60870 generierten globalen Variablen sind alle angelegten Objekte mit Datentyp wiederzufinden. In der Registerkarte Bausteine im Programmteil IEC 104 PRG findet hier unter anderem die Zuweisung der Schwellenblindleistung mit dem Objekt 36 statt. Des Weiteren ist die Verknüpfung des Einzelbefehls Objekttyp 45 mit der prozentualen Leistungsreduzierung von 30, 60 bzw. 100% zu sehen. Ein Test mit WinPP 104 wird nicht noch einmal dargestellt, da es sich funktional nicht vom vorhergezeigten Beispiel unterscheidet. Stattdessen zeigen wir, wie sich eine WAGO-Fernwirkanlage noch komfortabler durch den Benutzer parametrieren lässt. Dazu nutzen wir den auf dem WAGO-Controller integrierten Webserver. Hierauf lassen sich über das Codesys-Programm eigene Webseiten gestalten, die man über einen herkömmlichen Webbrowser aufrufen kann. In unserem Beispiel zeigen wir für diese EEG-Fernwirk-Applikation erstellte Visualisierung. Über Login als User gelangen wir auf die Konfigurationsseite der Fernwirk-Unterstation. Der Anwender hat hier die Möglichkeit, die von der Leittechnik vorgegebene ASDU-Adresse über ein NumPad einzutragen. Des Weiteren ist die IP-Adresse, das Gateway sowie der Subnet des Fernwirkcontrollers abzulesen. Optional kann der Verbindungsaufbau auf maximal 3 Clients beschränkt werden. Dazu sind die jeweiligen IP-Adressen einzutragen. Unter Status PWR sind alle relevanten elektrischen Werte, die über die 3-Phasen-Leistungsmessklemme erfasst werden, dargestellt. Die vorgestellte Applikation inklusive Visualisierung ist nur ein Beispiel und kann individuell auf die Anforderungen des Kunden angepasst werden.